Herzlich willkommen zur Vorstellung des neuen Lehreplaners für das Schuljahr 2024/25 von Plantage. Ihr werdet begrüßt hier mit 9 Covers, die kann man hier durchwischen und das Schönste vielleicht belassen und den Rest löschen, ganz wie ihr wollt. Auf Seite 10 gelangen wir dann zur Hilfeseite, wo die wichtigsten Funktionen hier übersichtlich dargestellt werden. Wir gehen die einzelnen Sachen durch und fangen vielleicht hier gleich beim Inhalt an. Die Ringe sind die Obermenüs und die darunterliegenden Streifen die Untermenüs. Wir gehen mal in die Organisation rein und finden hier alles, was zum Lehreralltag notwendig ist, wie Stundenplan, Accounts, Konferenzen und so weiter. Dann haben wir links oben hier die 5 Icons für die Sticker, den Stundenplan, die Notizen, die Ferien und der Zurückpfeil, der immer wieder ins Obermenü führt. Ansonsten haben wir hier oben auch die Klassen, im Schnellzugriff die Klassen 1 bis 4. Bei der Übersicht der Klassen finden wir 12 Klassen. Geh mal in die Klasse 1 rein. Hier trägt man die Namen ein, zum Beispiel als Textfeld und kann es dann auf die anderen Seiten kopieren. Und die Besonderheit bei diesem Planer sind die Schülerbeobachtungen pro Schüler. Geh wieder zurück. Dann eine Seite Elterngespräch und eine Seite Schülergespräch. Das gibt es für jeden Schüler in jeder Klasse. Ansonsten viele Listen hier, zum Beispiel eine Anwesenheitsliste, eine Diensteliste, Abhakliste und Notizen zur Klasse. Noten können hier für jedes Fach verwaltet werden. Pro Klasse stehen 10 Fächer zur Verfügung. Auf der rechten Seite ist das Menü für den Wochenplan. Gehen wir auf den August. Wir kriegen hier eine Monatsübersicht. Und an der Seite links geht es zu den Wochenplänen. In der 10-Stunden-Version sind hier pro Tag 10 Unterrichtsstunden möglich. Ein Feld für ganztägige Ereignisse. Alles fertig datiert. Hier die Anzeige der Kalenderwoche. Hier kann man die Schulwoche ergänzen. Das Wochenende hier und Felder für Dinge, die in der nächsten Woche passieren. Hier To-Dos und noch ein Notizenfeld. Also sehr übersichtlich, bei jeder Woche exakt genauso. Zum nächsten Wochenplan geht es einfach überwischen. Hier gibt es auch keine Monatsübersicht dazwischen. Jeder Wischer geht zur nächsten Woche. Um auf die Monate direkt zu springen, kann man hier zum Beispiel auf den Januar gehen und kommt wieder erst zur Monatsübersicht und dann links wieder zu den Wochenplänen. Ansonsten gibt es hier ein Sticker-Basispaket, rechteckige Sticker, kreisförmige Sticker, To-Dos und für den Sitzplan. Über 1000 Sticker werden mitgeliefert in einer separaten Datei. Bei den Notizen und Vorlagen gibt es hier liniert, kariert, Punkte, Spalten, Tabellen. Bei den Kalendern gibt es hier Halbjahreskalender oder Kalender der ersten 6 und der zweiten 6 Monate für 24/25 und Jahresübersichten von 24 und 25. Wir hoffen, dass ihr mit diesem Produkt euren Lehreralltag noch besser organisieren könnt. Das ist ja mittlerweile jetzt die 3. Auflage. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Vor allem, dass alles so übersichtlich ist und einfach zu bedienen ist. Und wir haben das Konzept beibehalten. Wir hoffen, ihr seid genauso zufrieden wie wir. Viel Spaß mit dem Planer von Plantage.